In meiner Kindheit, lang bevor es Videos und DVDs gab, zeigte mir mein Vater Filme auf einem Heimprojektor. Natürlich handelte es sich um Stummfilme, in Schwarz-Weiß. Wir zogen die Vorhänge zu und wenn mich die Dunkelheit umfing, entstanden vor meinen Augen Traumwelten, deren Star immer derselbe war. Lag es an seinem Gang, dem Blick? War es vielleicht der Schnurrbart, der Hut oder der Stock? Chaplin. Charlie Chaplin. Ein Jahrhundert, nachdem er zum ersten Mal vor der Kamera stand, ist der kleine Tramp eine Ikone, eine Kinolegende. Seine Silhouette ist weltberühmt. Mit Slapstick, Romantik, seinem Kichern und ein paar Tanzschritten führte Chaplin das Kino in die Moderne und brachte die Augen von Generationen von Zuschauern zum Leuchten. Dies ist die unglaubliche Geschichte eines kleinen Mannes, der in den armen Vierteln Londons aufwuchs, es in Hollywood zu Ruhm und Ehre brachte und als Tramp unsterblich wurde.